setzt einen Prozess voraus, in dem man sich, und da kommen wir jetzt im Bereich Content-Strategie, was auch so mein Thema jetzt ist, dass man da drei Dimensionen eigentlich beantwortet. Die erste ist, man muss auf jeden Fall seine Zielgruppe verstehen. Das ist so ein üblicher Spruch, man muss seine Zielgruppe verstehen, aber man muss es auch wirklich machen. Man muss wirklich diese Analyse machen, man muss sich vielleicht versuchen, in diesen Kopf rein zu versetzen, was. Man muss die Probleme des Nutzers schon verstehen, bevor der selber eigentlich weiß, dass da irgendwann, dass er ein Bedürfnis hat. Und dann kommt, und dann mit Lösungen dann halt hinterlegen. Die zweite Phase ist dann halt, mit welchen Strukturen, Prozessen mache ich das? Dann kommt es hin, also wie muss mein Unternehmen aufgebaut sein und Strukturen geschaffen werden, damit ich reproduzierbaren Content immer wieder auf einem hohen Niveau herstellen kann. Es ist ja nicht nur damit gemacht, dass man hingeht und sagt, ich mache jetzt eine coole Kampagne mit ganz vielen Emotionen und Bildern und das geht viral und das flasht, sondern wir gehen hin und sagen, ich möchte auf einer langfristigen Basis ein Verhältnis zum Nutzer aufbauen und jetzt kommen wir wieder zu diesen Bedürfnissen, mit meinen Inhalten, die ihn hoffentlich ansprechen, diese Bedürfnisse von ihm erfüllen. Und dazu müssen Unternehmen halt Prozesse und Strukturen einrichten. Also ganz konkret geht es bei diesen Strukturen und Prozessen darum, hinzuschauen, wie man im Unternehmen Maßnahmen treffen kann, um Content zu produzieren. Brauche ich zum Beispiel eine Redaktion? Wie erstelle ich Content? Wer ist dafür verantwortlich? Habe ich einen Redaktionsplan? Habe ich einen Themenplan? Welche Themen sind denn überhaupt interessant für mich? Welche Bedürfnisse hat der Kunde? Wir haben ja wieder dieses Zielgruppenverständnis. Was muss ich als Unternehmen erstmal vorher machen? Welche Analysen muss ich machen? Welche sind schon vorhanden? Welches Material ist schon vorhanden? Dieses Content Audit zum Beispiel, ja. Dass man hingeht und sagt, okay, wir gucken uns erstmal an, was wir haben, bevor wir hingehen sagen, wo wir hinwollen. Und dann wirklich wie im Redaktionsbetrieb. Man kann sich da die Lokalzeitung oder eine größere Zeitung vorstellen, die haben ja so diese Prozesse ja schon verinnerlicht. Ne? Wann publizieren wir was, über welche Kanäle, wer ist dafür verantwortlich, wer gibt die Freigaben und so weiter. Und das verstehe ich unter Struktur und Prozesse. Ja. Und die dritte Dimension wäre dann halt auch wirklich hinzugehen und zu sagen, welche Inhalte werden wie aufbereitet. Also was sind die Themen, was sind die Assets sozusagen. Ja.